Servus, ich bin Mike. Heute sind wir in Reil auf einem Stellplatz und von dort wollen wir eine Wanderung zur Marienburg und über Pintrich wieder zurück an den Stellplatz unternehmen. Wenn ich euch neugierig gemacht habe, dann könnt ihr uns ja folgen. Bis dann. Wir gehen gerade an einem Weinberg vorbei, wo jede Rebe namentlich benannt ist. Sogar ich bin dabei. Tolle Idee. Ja, jetzt haben wir hier auch noch mal einen ganz schönen Aussichtspunkt erwischt. Zeige ich das mal. Da unten ist Reil, wo wir herkommen. Aber leider ist das heute alles etwas diesig. Aber okay, das ist die Jahreszeit. Trotzdem wunderbares Wanderwetter. So, jetzt wandeln wir auch hier schon wieder die ganze Zeit über einen Teilabschnitt von der Moselsteig und gehen jetzt Richtung Leofelsen, der noch ca. 1,3 Kilometer entfernt ist. Jetzt sind wir am Leofelsen angekommen und von dort aus hat man einen schönen Rundumblick bis Richtung Alf. Auf dem Leofelsen ist noch eine Schutzhütte. Da kann man noch ein Päuschen einlegen und den Rundumblick genießen. Jetzt waren wir an dem Aussichtspunkt Leofels und jetzt geht es weiter an die Trieschhütte. Und die soll beheizt sein und da kann auch jeder sein Grillgut mitbringen und sich dort sein Essen grillen. Jetzt sind wir an der Trieschhütte angekommen. Und da gibt es natürlich Weinbrötchen und warme Getränke. Und da hat man noch eine schöne Aussicht nach Pintrich. Jetzt geht es weiter an den Prinzenkopfturm. Diese ehemalige Rebfläche war von Gebüsch und Kleinbäumen bewachsen. In mühevoller Handarbeit und mit Beweidung durch Ziegen wird nun die hohe Gehölzvegetation eingedämmt. Auf diese Weise werden auch Felsen und Trockenmauern freigelegt. Das neu entstehende, trockenheiße Offenlandbiotop bietet Lebensraum für die typischen Pflanzen- und Tierarten der Weinberge und Felsenlandschaften. Jetzt stehen wir hier vor dem Prinzenkopfturm und da gehen wir jetzt mal rauf und schauen mal, wie die Aussicht von oben ist. Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen wandelte 1818 zu dem Felsenkopf und lobte die eigenartige Aussicht. Seit dieser Zeit hat der Felsenkopf den Namen Prinzenkopf. So, jetzt geht es wieder abwärts und jetzt geht es Richtung Marienburg. Mal schauen, was uns dort erwartet. Jetzt sind wir an der Marienburg angekommen und dort, wo heute die Burg steht, hat bereits vor 1000 Jahren schon eine Burg gestanden. Und die wurde sukzessive immer erweitert. Heute befindet sich hier eine Jugendbildungsstätte.
Nachdem wir jetzt an der Marienburg waren, laufen wir jetzt noch die Weinberge runter bis zur Anlegestelle der Fähre, die uns dann nach Pünderich bringt. So, vom Wetter her ist es auch nicht besser geworden. Es nieselt jetzt leicht, aber dafür lösen sich die Wolkenfelder auf und man hat schon einen besseren Weitblick wie heute Morgen. Wir sind jetzt in Pünderich angekommen an der Anlegestelle und werden jetzt mit der Fähre über die Mosel übersetzen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute hat unser Schwiegersohn Geburtstag und meine Frau singt jetzt mein kleines Ständchen. Ich singe ein kleines Ständchen? Klar, ich kann jetzt singen, ne? Ja, ich kann singen, okay. Okay, dann. Also, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Philipp, Happy Birthday to you. Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag von deiner Schwiegermami. Ja, und ich schließe mich an. Alles Gute zu deinem Geburtstag und viel Gesundheit und weiterhin viel Glück im Leben. So, nun ist die Tour zu Ende. Wir sind auch teilweise den Moselsteig mitgelaufen und hatten sehr viele Highlights zwischendurch, wie ihr gesehen habt. Gell, Schatz? Ja, also wir hatten von allem etwas, muss ich sagen. Wir hatten breite, schöne Waldwege, wir hatten sehr, sehr, sehr viele Highlights, eine Burg, ein toller Aussichtspunkt und wir hatten auch Nebel heute. Und Nieselregen auch noch. Und Nieselregen hatten wir auch noch, ja. Ja. Und ich muss sagen, die Tour da war sehr, sehr schön, sehr abwechslungsreich. Wir hatten vor allen Dingen heute wieder unsere schmalen Pfade. Schmalen Pfade, ja. Und das Gute war, zum Schluss hatten wir doch noch die Gelegenheit, eine kleine Kreuzfahrt zu machen. Wir haben eine Mini-Kreuzfahrt gemacht heute. Na, die war auch ganz toll, nach Pünderich. Ja. Und von dort ging es dann wieder nach Rheil auf unser Stellplatz. Ja, also die Tour war an sich, die war wunderschön. Sie hat halt eben unheimlich viel, war sehr abwechslungsreich. Nur an diesen Haupthighlights war sie halt eben ein bisschen stärker frequentiert, aber das war auch kein Problem. Nein, das haben wir gut gemeistert. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt, von daher. Aber es hat auch ein Gutes gehabt, die Leute haben dir beim Singen zugehört. Ja. Ja, unser Schwiegersohn hat heute Geburtstag und ja. Ja, wie gesagt, es haben ja viele Leute zugehört und das hat ja anscheinend nichts ausgemacht. Nee, das hat mir eigentlich noch nie was ausgemacht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich überhaupt keine Berührungsängste habe. Ja.
So ist es. Ja, ich kann doch schön singen, gell, Schatz? Oh, wunderbar, ne? Ja, ich kann sogar dreistimmig singen, Schatz. Wie geht das? Ich kann sehr laut singen, ja. Ich kann sehr falsch singen, ja. Und ich kann mit großer Begeisterung singen. Ja, das passt doch. Das passt doch, ja. So, jetzt meldet sich mein Magen. Ich habe jetzt verdammt nochmal sehr viel Hunger nach der langen Tour. Ja. Und jetzt machen wir uns auf zum Stellplatz. Richtung Stellplatz. Und das ist heute egal, ob es auch noch ein bisschen neblig ist oder nicht. Denn wir stehen direkt am Wasser und direkt an uns fahren die Schiffe ganz dicht vorbei. Und das stelle ich mir heute Abend unglaublich romantisch vor, wenn die so durch den Nebel... Ja, beim schönen Edgar-Wallace-Film. Schwebt, kommen, ne? Beim schönen Edgar-Wallace-Film, Schatz. Und bei einem richtig schönen Abendbrot für dich. Oh, ja? Herrlich, herrlich. Freue mich schon drauf. Ne? In diesem Sinne, macht's gut. Und Servus. Servus.